Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 16.03.2020. Damit dann auch den Beginn der Verfallswoche aus dem März. Wir haben am Freitag dann typischen Märzverfall. Es ist auch ein größerer Verfall. Es ist ein Hexensabbat verfallen, dann mehrere Verfallsoptionen. Das heißt, wir sollten auch zum März langsam wieder ein bisschen im Blick behalten, dass es Leute gibt, die jetzt hier auch einfach nur wieder profitorientiert versuchen, noch das ein oder andere zurechtzuschieben. Für mich wird das hier heute eine sehr schwere Analyse, nicht weil der Markt so schlecht ist, das war die ganzen letzten Tage auch, sondern weil die Leute sehr, ich will nicht sagen, aggressiv sind. Aber was ich wahrnehme, ist, dass momentan Meinungen wieder sehr, 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 sehr stark verteidigt werden. In dem Sinne fällt es mir dann schwer, neutral denen gegenüberzutreten. Also ich werde ja oft gefragt, wie siehst du jetzt die Situation, wie schätzt du das ein? Ich versuche dann wirklich mal rechts und links alles auszublenden, auch was ich an Nachrichten lese und was ich mir selber halt auch so zu Corona und so weiter denke, das ein bisschen rauszustellen und guck halt, wo sind schöne Setups, also wo sind schöne Bewegungspunkte, wo könnte man was machen. Ich bin jetzt nicht der Freund, dass ich sage, ich muss jetzt hier unbedingt irgendwie rein oder raus oder und so weiter und so fort, sondern versuche halt wirklich diese typischen Bewegungsmuster, Verhaltensmuster am Markt einfach zu erkennen und zu deuten, um daraus dann letztendlich, ja, den Profit aus der Chartanalyse zu ziehen und generell aus der Marktbewegung. So, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wir können mal zunächst auf den Tageschart gucken. Wir fangen mal von oben an. Wir fangen mal von oben an mit der Meinung. Na, wie verhält sich so ein Markt? Wie verhalten sich die Leute? Hier oben kam das erste Mal Corona richtig, ging richtig los, als das in China so hoch wappte. Das sind ganz, ganz, ganz viele Long gegen die Bewegung auch gegengetreten, wo wir gesagt haben, also man sollte da jetzt schon vorsichtig sein, wenn der Markt schwach auf so eine Bewegung reagiert, obwohl die Leute alle total positiv gestimmt sind. Ne? Also das war dann schon so, dass ich da auch großartig lächerlich gemacht. Das war ja so. Ich muss ja jetzt nicht. Sie wissen es doch alle, wie es war. Ne? Ich habe mich da selber da auch ein bisschen lächerlich drüber gemacht. Ne? So eine kleine Krippe und da wird jetzt hier so ein Wind gerissen. Ne? Hier oben dann auch die ersten Bewegungen, alle noch. Ich kann Ihnen das sagen. Wir haben einen Kollege von mir, der hatte in der Gruppe gepostet. Ich habe Ihnen das ja auch hier im Video erzählt. Ne? Ja, hier und Tesla shorten und so weiter und so fort. Viele Aktien, wo man irgendwo ein bisschen was platzieren kann. Den hat man da aus Gruppen rausgejagt, Kommentare gelöscht. Ah, buh, Deibel, wie kann man hier von Short sprechen? Und der Markt ist so super stark und wird so lange weitergehen und das wird die Riesen-Rallye. Auch ich muss sagen, bin davon hier oben natürlich davon ausgegangen, dass wir noch weiter hochsteigen, dass wir die 14.500 machen. Ne? Für mich war bloß der Punkt eben wichtig, wenn wir hier eben auch drunter kippen unter die Tiefs, dass dann das Risiko eben auch kommen kann. Ne? Das haben wir auch immer so gesagt, dass das letztendlich dann hier schon ein kleiner Short-Trigger ist, dass das am Ende so krass wird, ich hätte es ja auch nicht kommen sehen. Aber was mir jetzt eben auffällt, ist, dass jetzt hier unten, also jetzt am Donnerstag und am Freitag, also wirklich nach einer extremst krassen Übertreibung, also wo wirklich alles am Anschlag ist, sei das ein RSI, sei das eine Stochastik, alles total überverkauft ist und jeder von ihnen weiß und jeder weiß, dass so eine Bewegung auch häufig starke technische Rebounds hat, ne? Wo es einfach mal wieder 2000 Punkte in die andere Richtung zurückgeht. Und jetzt geht es auf einmal los, dass die Leute total davon überzeugt sind, dass der ja auf 5000 doch fallen muss. Ich habe am Donnerstag, haben wir hier bei uns über einen Mailverteiler, haben wir geschrieben, dass ich schon davon Übertreibung ausgehe. Ich habe die am Anfang der Woche schon kommen oder quasi eingeplant gehabt. Sie ist dort nicht gekommen. Wir stehen jetzt hier fast 2000 Punkte tiefer. Das heißt, das ist auch deutlich günstiger. 1500, 2000 Punkte sogar fast tiefer gewesen. Ne? Wo ich gesagt habe, also jetzt kommen wir wirklich an einen Punkt, wo der Markt schon alleine aus dieser technischen Übertreibung heraus auch natürlich Potenziale wieder auf der Gegenseite entwickelt und habe dann rumgeschickt, dass ich jetzt zum Freitag erste Position kaufen werde. ETFs, Aktien einfach reinlege, nicht jetzt volle Hütte da rein, aber einfach mal ein bisschen vom Cash eben hier im Sparplansprinzip jetzt mal reinzugeben. Auch natürlich mit dem Wissen, dass das hier unten noch nicht zu Ende sein muss und dass da noch was kommen kann, dem bin ich mir vollkommen bewusst. Ich will auch gar nicht jetzt, bitte das auch nicht jetzt falsch auslegen, wo es das Video jetzt gleich hingeht.
Ich will nicht sagen, dass wir nicht weiter fallen können und dass wir nicht noch bis 5000 direkt durchfallen. Ich weiß es nicht. Na, also es kann keiner wissen. Es weiß auch keiner. Ne, aber in der Regel macht der Markt immer ein bisschen das Gegenteil davon, was die meisten so für gerade greifbar erscheint. Und was ich jetzt zum Freitag unheimlich stark wahrgenommen habe, auch zum Donnerstag, ist, wie krass die Leute jetzt hier unten sicher sind, dass das noch weiterfällt. Also mir macht es einfach ein bisschen Angst, dass die Leute hier jetzt an so einem Bewegungspunkt, wo man wirklich sagen muss, also hier hört doch jede Realität jetzt schon wieder auf, halt, ne? Von dem Abverkauf auch. Da sagt eine FED, sie ballert Milliarden rein, da sagt die EZB, sie ballert Milliarden rein, da sagen alle Länder, sie ne unternehmen alles, was nötig ist, um irgendwelche Firmen und Unternehmen zu retten. So, man hat jetzt hier eingepreist 35% Kursverlust. Selbst, ich sag mal, selbst wenn jetzt ein deutsches Unternehmen 2 Monate nicht arbeiten muss, dann verliert es ein Sechstel seines Jahresumsatzes. So, also, ich weiß es nicht, ob man jetzt hier den DAX auf Null noch mit shorten muss. Ich werde jetzt hier jedenfalls erstmal vorsichtiger. Deswegen haben wir auch im Dienst verteilt, dass wir zum Freitag hier eben durchaus auch auf der Oberseite, also dass ich jetzt hier anfange, eben auch Positionen mit reinzukaufen. Und ich habe da sehr viele kritische Rückmeldungen gekriegt. Ich habe auch viele Rückmeldungen gekriegt, die gesagt haben, ja, eigentlich müsste man es genauso machen. Aber sehr, sehr, sehr viele, die gesagt haben, oh, du musst jetzt hier jedes hoch shorten, Martin. Warum willst du da steigen und so weiter? Und dann ist was passiert. Der Markt ist gestiegen am Freitag. Der ist angestiegen. Und was habe ich für Feedback gekriegt? Shorten, shorten, shorten. Du musst hier shorten, shorten, shorten. Ja, also die Leute haben mich versucht zu überzeugen, dass ich mir doch Shorts suche. So, und da ist der Punkt, wo es für mich schwierig wird, neutral zu bleiben einfach, ne? Weil dieser Einfluss so krass ist, weil ich da sitze, meine, okay, ich habe davon Ahnung. Ich weiß, entweder kommt mein Setup oder nicht. Ich sterbe da nicht, wenn ich an so einem Tag nicht handle, ne? Auch wenn ich 2 Tage oder 3 Tage oder 4 Tage oder 5 Tage oder 6 Tage nicht handle, sterbe ich nicht. Mir ist wichtig, ich kriege mein Setup, dann setze ich da ein bisschen Geld drauf, dann läuft das Setup an und damit kommt Gewinn über einen Monat, ne? Aber ich muss nicht überall dabei sein und ich muss schon gar nicht auf Krampf irgendeine Bewegung kriegen, weil das habe ich am Anfang auch probiert. Ich habe es nicht hingekriegt. Also, wenn ich überzeugt von irgendwas war, kam immer das Gegenteil. Ja, also da, wo ich unbedingt dabei sein wollte, habe ich immer nur auf die Nase gekriegt. Deswegen bin ich da nicht scharf drauf, hier irgendwo zwingend dabei sein zu müssen. Aber ich sehe jetzt halt auch was wir hier nicht verkennen dürfen. Wir haben am Donnerstag den größten Abschlag überhaupt gehabt. Hier glaube ich, da können wir nach links suchen, wie wir wollen. Ich glaube, es gab es noch nicht, dass der DAX. Nee, doch, wir haben sogar darüber gesprochen. Das war der schlechteste Handelstag aller Zeiten im DAX. Der allerschlechteste Handelstag aller Zeiten im DAX. Außer man rechnet aufs Xetra-Basis, dann war es der zweitschlechteste Tag aller Zeiten gewesen. Ne? So, und was hat der Markt am Folgetag gemacht, am Freitag? Der ist die komplette Bewegung zurückgelaufen. Der ist die komplette Bewegung einmal zurückgelaufen und hat sogar hier über diese Eröffnung mal drüber geschlagen. Wo ich jetzt sage, okay, pass auf, irgendwas passt jetzt nicht. Ne? Auf der einen Seite schreiben mir alle, ich muss jetzt hier unbedingt Short rein, so wo ich sage, ja. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber bitte nicht jetzt mich noch da irgendwie versuchen, dann reinzureden. Das andere ist, die sind die ganze Zeit so geblieben in dem Status. Ne? Das wird ja weiterfallen, das wird ja weiterfallen, das wird ja weiterfallen. Trotz, dass diese starke Gegenbewegung ist. Und das ist für mich immer so ein Warnsignal, wenn die Leute diese eigentlich, das ist ein Umkehrsignal. Wenn ein Markt so eine starke Bewegung komplett ausreversiert, ist das technisch betrachtet ein Umkehrsignal. Wo wir vorher immer gesagt haben, wir haben keine Umkehrsignale, müssen wir hier sagen, das kann man schon so werten, ne? Wenn der Markt am Folgetag die komplette Bewegung wieder auskontert. Er konnte es nicht halten. Das ist was anderes. Und der DAX steht auch schon wieder relativ tief jetzt in der Wochenendindikation. Aber das ist auf jeden Fall erstmal eine ordentliche Ansage. So, und da möchte ich jetzt mit Ihnen eben einfach vorbereiten, dass wir jetzt hier nicht nur unsere Meinung traden. Das funktioniert beim Handeln nicht, ne? Dass man sagt, ich habe jetzt hier eine Meinung und das ziehe ich halt einfach durch, weil das letzte Mal. Ne, sowas kommt häufig dann. Da sitzen die Leute da und sagen, ne, sie wollten ja hier oben die ganze Zeit shorten, sie waren so davon überzeugt, dass das alles übertrieben ist und sie haben es nicht gemacht.
Ne, und dann ist der Markt zu stark gefallen und dann sitzt man da und sagt sich, naja, beim nächsten Mal ziehst du einfach das durch, was du glaubst. Das ist im Nachhinein immer so. Weil man vergisst natürlich diese ganzen Zwischensequenzen, bei denen man falsch gelegen hätte, ne, wo man hier total überzeugt war, dass eine 14.500 oder eine 15.000 kommt. Das hat man sich ja auch im Kopf zurechtgedacht. Ne? Und dann rechtfertigt man sich vielleicht ein bisschen zu viel Motivation an der falschen Stelle. Also in dem Sinne, versuchen Sie wirklich, wenn Sie was machen, ein bisschen das zurückzustellen, dass Sie nicht nur Ihre Meinung handeln. Das kann bei der Volatilität, wie wir sie momentan haben, echt auf die Nase fallen. Das kann Ihnen richtig auch das Genick brechen, wenn man da jetzt zu aggro und zu aggressiv seine Meinung tradet. Und so wie die Leute gegenüber mir ihre Meinung schon leicht aggressiv auch verteidigen, weiß ich, dass die dann auch so handeln halt, ne? Also wer schon alleine verbal sehr stark und intensiv sein Lieblingsszenario verteidigt, der handelt meist dann auch mit mehr Risikoeinsatz so. Und wenn das dann nicht klappt, kann das in die Hose gehen. Ja, also mir ist wichtig zum Montag. Und da fangen wir jetzt an. Ganz neutral. Ich bin momentan hier, also ich bin hier mit so einer Popelposition drin, wirklich, ich rede mir jetzt hier nichts zurecht und ich muss mir auch nichts zurechtreden, weil ich hier nichts drin habe. Mich würde es ehrlich gesagt sogar fast freuen, wenn wir noch tiefer kommen, um die Position einfach auch ein bisschen günstiger ausbauen zu können. Ne? Also nur für den Hinterkopf, ich rede mir nichts zurecht. Wir haben hier im Dienst auch aktuell jetzt nichts drin. Wir haben einen Erdgas-Long drin stehen, aber das hat jetzt hiermit nichts zu tun. Unseren Tesla-Short, den hat es ja oben nicht erwischt gehabt, den wir mit reingestellt hatten. Aber egal. Also wir haben jetzt hier gerade nichts im DAX drin. Ich muss mir nicht zurechtreden. Versuche das relativ neutral für Sie einfach mal zu betrachten. So, und da sehen wir hier unten ein typisches V. Punkt. Das ist erstmal da. Ne? Das heißt, das, was am Donnerstag seit Handelsbeginn auf der Basis hier nach unten gedrückt wurde, wurde direkt wieder ausgekontert. Dann kam Unsicherheit und Schwäche rein. Kann an diesem großen Gap gelegen haben, mit dem wir reingekommen sind. Das ist jetzt zumindest auf ein Minimum reduziert worden. Das ist nicht ganz zu, aber es ist auf ein Minimum reduziert worden. Jetzt kommen wir hoch. So, Long Trigger ist da nicht umgeklappt. Aber sollte der umklappen, und das ist jetzt für mich persönlich, für den Montag das Wichtigste, dann haben wir hier eine bestätigte Bodenbildung. Das heißt, das kann dann theoretisch die ganze Woche steigen. Und das muss man im Kopf, da muss man sich auch mit einstellen. Ne? Nicht, dass man jetzt hier 3 Wochen den ganzen Markt fallen zugeguckt hat, ne? Oder die ganze Zeit Long gesucht hat und jetzt ist man total davon überzeugt, dass der jetzt hier Short ist. Der Markt steigt und dann sagt man, oh, jetzt gehe ich nochmal günstig rein und dann sitzt man sich hier 1500 Punkte nach oben, dann die Shorts kaputt. Ne, da haben sie auch gar nichts gekonnt, also so richtig gar nichts. Für mich sind sehr wichtige Punkte hier oben der Bereich um ja, 10.200, aber eher noch höher, 10.325, 10.360. Das ist für mich oberhalb so die erste Zone, wo ich sage, das wäre für mich eine schöne Rebound-Zone. Also da könnten wir erstmal reinknallen, da könnten wir auch flott hinlaufen, um von dort dann erstmal wieder ein bisschen nach unten zu watscheln. Die nächste ist dann hier oben bei 10.800 und dann bei 11.400. Das sind alles Bereiche, wo ich sage, die sind in 1, 2 Tagen drin. Wir haben nämlich noch extrem hohe Vola. Der VDAX ist auf einem übelst hohen Niveau jetzt am Wochenende auch rausgegangen. Keine Ahnung, habe noch nie so einen hohen Wochenschluss im VDAX gesehen. Das heißt, wir haben weiterhin viel Volatilität und Volatilität muss nicht nur nach unten gehen, Freunde. Na? Aber keine Angst, wir gucken auch gleich noch auf der Unterseite. Ich will mich hier auch nicht falsch verstehen, ne? Ich will mich jetzt nicht nur nach oben für den DAX breit machen, sondern auf beide Seiten eingestellt sein. Weil ich halte es nicht für richtig, dass wenn der DAX Stärke jetzt in der neuen Woche zeigt, man dann dagegen schlägt. Ne? Also nicht bei den Wochen, die wir drin haben. Das kann echt ins Auge gehen. So, also Punkt 1 wäre die 3,25 bis die 3,60 und dann hier oben der Bereich um 8, ja, sagen wir mal 7, 7,60 bis 8, 8,80. Das wäre Bereich 2. Schafft der DAX deutlich darüber, hätte dann eben hier oben auch noch die 11.200 und den Gap Close bei 11.525 drin. Das wäre alles erreichbar und dann hätten wir nichts wie hier einfach noch ein größeres V, hätten dann vielleicht auch das Potenzial von hier nochmal nach hier unten zurückzustoßen nach dem Gap Close. Dann würde hier eine SKS bauen, ne? Dann würde das so hier aussehen. Das könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass es sowas macht, ne? Hier so hoch an die 10.800 erstmal, dann wieder zurück,
vielleicht sogar an die 10-3-25. Also das wäre ein schöner Spielraum. Die Marken hier oben sind jetzt auch sehr greifbar. Ich finde sie sehr wertig. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Markt jetzt hier wieder technisch sauberer reagiert. Ne? Das, was wir auf der unteren Seite die letzten Tage eher nicht hatten, weil es so panisch war, kann ich mir gut vorstellen, dass es auf der Oberseite jetzt wieder schicker wird. Dadurch, dass es einfach viel, viel auch clustert und so weiter. Das reichert alles die Marken jetzt nach oben an. Also das sind schon schöne Ziele. Da kann es sich auch mal lohnen, dass man da einfach mal was rausnimmt und das dann später nochmal reintütet. Ne, okay, das ist die Oberseite. Ich rechne damit, dass der Markt in der Nacht jetzt hier um die 2, also hier irgendwie so vielleicht in einem Dreieck eröffnet. Ja, dass er hier einfach irgendwie so zur Seite hantiert. So, und dann wird wichtig, wie tief gehen wir am Montag, wie viel müssen wir überhaupt noch unten rausholen. Trump ist schon wieder fleißig am Twitter-Kanal gewesen. So nach dem Motto, im Dow Jones bitte nicht verkennen. Wir hatten dort den stärksten Anstieg, wie hat er geschrieben, aller Zeiten. Ich weiß es gar nicht, was hat er geschrieben? Müsste ich ihn nachgucken, aber können wir kurz machen. Ja, biggest stock market rise in history yesterday. Also der größte Anstieg überhaupt ja, Aktienmarkt im Dow Jones natürlich auch bei den Amerikanern am Freitag. Das darf man nicht verkennen, sowas, ne? Erinnern Sie sich, wie es Weihnachten 2000, wann war es? 18 war, ne? Als es die Märkte so runtergeschoben hat und Trump sich plötzlich hingestellt hatte, das ist doch eine großartige Gelegenheit, um zu kaufen. Und was dann da draus geworden ist, also so eine Kerzen, so eine starken Reversal, die sind technisch jetzt natürlich. Die sind dadurch, dass sie eigentlich schon selbst prophezeiend ja kommen, durch diesen starken Schlag nach unten, sind die Rebounds einfach groß, die sind intensiv. Das heißt, das ist jetzt nicht zwingend unbedingt das maximale Zeichen dafür, dass der Markt hier übelst Substanz hat, aber man darf sie nicht verkennen. Man sollte sich jetzt nicht hinstellen und hier jeden Tag, wo der Markt steigt, immer wieder Short gegenhalten. Der muss auch atmen in die andere Richtung. Und wenn er jetzt anfängt, nach oben zu atmen, dann kann sich das gut nach oben durchziehen. Und ich würde Ihnen das jetzt nicht so doll erzählen, glauben Sie mir. Ich würde da jetzt nicht eine Viertelstunde für rumquasseln, wenn ich nicht merken würde, wie die Leute drauf sind. Und das ist für mich immer irgendwo ein Punkt, wo ich sage, wenn das einer ist, dann ist das jetzt nicht schlimm. Aber wenn ich 5, 6, 7 Mal das Gleiche lesen muss an einem Freitag und der Markt steigt und die Leute sagen, naja, das ist hier alles Fake und das ballert direkt wieder nach unten und du wirst sehen, der macht hier morgen noch 8.000 und der macht noch 5.000. Ich sehe ja unten auch noch Potenzial auf den 8.000, aber ich glaube, die Leute, die da unten jetzt zum Freitag, zum Donnerstag zu aggro waren, zu aggressiv auf der Short-Seite waren, ich glaube, man holt die raus nochmal. Ich könnte mir also vorstellen, dass wir in der Nacht unter 9,3 rauskommen und früh um 8 über 9,6 stehen. Sollte der Markt das machen, bitte Freunde, dann versucht im Kopf ein bisschen umzuschalten und euch nach oben zu öffnen. Sollte der das nicht machen, sollte der nach unten treiben, in der Nacht eröffnen und weiter runter, dann kann man ja noch weiter shorten. Ne? Dann ist ja wahrscheinlich auch noch gut was drin hier. Ne? Dann darf man auch den Fall hier weiter mitnehmen. Dann darf man sich auch darauf einstellen. Das, was ich Ihnen jetzt hier bloß alles erkläre, ist, dass man sich vorbereitet, was passiert, wenn der Markt jetzt steigt. Ne? Erinnern Sie sich, und sowas ist mir immer wichtig, und wir nehmen uns da auch immer wieder viel Zeit, sowas zu betonen. Das war als wir hier oben gesprochen haben, als der Markt unten rausgeplatzt ist, als wir gesagt haben, man muss sich damit Gedanken machen, wie geht man jetzt mit Positionen um, wenn der Markt hier eben weiterfällt, wenn der Markt eben nicht hier direkt wieder nach oben dreht und so weiter. Man muss sich auch Gedanken machen, was macht man jetzt, wenn er nach oben kommt, wenn er eine Erholung macht, aber man braucht einen Plan, man muss vorbereitet sein. Na, wenn man anfängt, dann instinktiv nur zu handeln, dann ist man am absoluten Tageshoch geht man long, am Tagestief geht man wieder short raus und dann geht man wieder am Tageshoch long rein. Das ist, wenn man dann eben keinen Plan hat, ne, wenn man sich keine Gedanken gemacht hat vorher, wenn man einfach nur versucht, instinktiv auf das zu reagieren, was der Markt vorgibt, und dann ist man Opfer, dann wird man rumgereicht halt, ne? Dann nimmt einen der eine von vorne und der andere von hinten. Das ist dann einfach so, ne? Dann ist man das Opfer am Markt. Und das kennen auch viele, ne? Dass sie genau verkehrt rum immer drin sind im Markt. Da hilft nur einfach mal kurz zurück, Plan machen, Ruhe reinbringen und den Markt kommen lassen. Ne? Sie müssen sich immer, stellen sich immer vor, Sie sind diejenigen, die zwei Taschenmesser in der Hand haben. Sie stehen ganz ruhig an der Straße und erst wenn der DAX richtig an Ihnen schwächlich vorbeigekrochen kommt, dann schnitz, schnitz, Geld raus
und wieder zurück. Und abwarten, 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 abwarten. Messer schön fest in der Hand halten, abwarten, abwarten, abwarten. In dem Moment, wo sie wie ein Gestörter auf die Straße springen, mit beiden Messern wild in der Luft rumfuchteln, auf den DAX einschlagen, dann kommt der Dow Jones von der Seite und fährt sie um. Ne? Also schön defensiv bleiben, punktuell agieren, überlegt handeln und Risikomanagement im Blick behalten. Ne? Also sie müssen überlegen sein gegenüber dem Markt, sonst funktioniert das nicht. Ist einfach so. Das ist einfach so. Das sind jetzt auch keine Weisheiten, die ich jetzt hier gefressen habe. Das ist Naturgesetz. Das ist einfach so. Ja? So, jetzt haben wir auf der Oberseite lange genug uns darauf vorbereitet, was passiert, wenn er steigt. Ich persönlich könnte es mir gut vorstellen, einfach weil die Leute so aggro sind auf der Unterseite, so aggressiv. Ne? Also so sehr auch davon überzeugt von ihrer Meinung. Sowas ist immer sehr gefährlich beim Traden, ne? Wenn man so unheimlich von seiner eigenen Meinung überzeugt ist. Das kann ein Vorteil sein, aber wenn der Markt dann eben nicht mitgeht, muss man sich da auch anpassen, ne? Weil sonst verliert man. So, das auf der Oberseite. Und jetzt nochmal auf die Unterseite zu sprechen zu kommen. Sollte der Markt trotz allem Schwäche zeigen, sollte der nicht nach oben jetzt leichtfertig anziehen, wo man schon sieht, oh, jetzt drückt das so richtig die Shorts raus. Man sieht es ja, ne? Wenn der so richtig dann volle Fahrt durchdrückt, Vollgas drauf fährt und noch vor der Wand immer noch mit Vollgas fährt, weil er die Leute einfach platt drücken will. Man erkennt das. Ne? Also seien Sie da, achten Sie einfach ein bisschen auf die Bewegung. Kommt es nicht, zeigt er sich schwächlich. Ich rechne hier ehrlich gesagt erstmal mit einem Dreieck in der Nacht, dass wir hier einfach hin und her pendeln. Und dann wird es wichtig, wo löst es halt auf? Ich könnte mir vorstellen, dass wir es sogar nach unten auflösen, erstmal, und dann eben nach oben gehen. Ne? Also die Leute nochmal anködern, nochmal in den Short reinlocken, nochmal sagen, hey, deine Idee war super, die du gemacht hast, gib mir Geld, und dann zieht er nach oben an. Ich könnte es mir gut vorstellen. Macht es aber nicht, drückt es sich durch. Ne, haben wir nach unten noch Potenziale, auf jeden Fall hier das Gap erstmal richtig zuzumachen, knapp unter der 9000. Und dann die 8,5 bis zur 8000. Alles drin, alles möglich, Montag, Dienstag. Das wäre auch keine Überraschung, wenn der Markt sich zum Montag nochmal durchfallen lässt, zum Dienstag dann sein typisches Turnaround, Tuesday tief macht und dann erst steigt. Ich möchte es deswegen nicht ausschließen. Und auch wenn wir in den Monatschart gucken, wo wir hier gestern auch noch mit analysiert hatten, da unten, das ist schon attraktiv noch, diese 8000. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie kommt. Aber ich würde jetzt nicht, wenn der Markt zum Montag Stärke zeigt, damit noch voller Überzeugung gegenhalten, weil ich die 8000 noch haben will. Das würde ich nicht machen. Dann kriege ich sie halt nicht. Oder später erst, nach einer kräftigeren Erholung. Es sagt ja auch nichts, dass der Markt jetzt einfach mal ein, zwei Wochen steigen kann und dann fällt er weiter. Ne? Also, wir haben unten noch interessante Ziele. Das ist hier im Bereich 8,5, das ist im Bereich 8.000 und das ist im Bereich 7.500. Das sind hier alles noch interessante Stationen, die schön angelaufen werden können. So überzeugt, wie die Leute momentan auf der Short-Seite agieren, glaube ich schon, dass wir diese Woche wirklich gute Chancen jetzt auch hätten, hier einfach mal ein bisschen wieder Ruhe, Besinnlichkeit reinzukriegen, mal ein bisschen den Stress rauszunehmen. Ich kann Ihnen auch gleich sagen, woher diese Ruhe bei mir auch kommt. Und da ziehen wir jetzt mal einfach die Nachrichten mit rein und vergleichen auch mal, weil was haben wir hier? Was haben wir hier? Halt, das ist Gold. Ist auch Wahnsinn. Na, haben auch viele gefragt, ne, warum fällt Gold so stark, wenn der Markt fällt? Das ist das Krasseste überhaupt, aber das sind auch so selektive Wahrnehmungen, ne, so Sachen, auf die man manchmal einfach gar nicht achtet, die einem gar nicht bewusst sind. Aber machen Sie sich mal einen Spaß, nehmen Sie sich mal einen Goldchart von 1950, 1900 und legen mal einen Dow Jones, S&P daneben und gucken Sie mal, wie oft der Gold gestiegen ist im gleichen Zeitraum, wie die Aktien gestiegen ist, und gucken Sie mal, was Gold immer gemacht hat, wenn die Aktien angefangen zu fallen haben. Es ist nämlich immer hinterhergekommen, immer, schon immer in der Geschichte. Es gab nur ein einziges Jahr oder 2 Jahre, in dem das mal wirklich komplett, also wirklich komplett gegenläufig war, aber ansonsten ist Gold eigentlich immer was mit den Aktienmärkten profitiert. Also es ist echt krass, wenn man sich das wirklich mal im Vergleich vor Augen hält. Wollen wir das mal kurz machen? Wollen wir mal kurz, bevor Sie hier alle kopfschüttelnd auf Gefällt mir nicht klicken, zeige ich es Ihnen einfach mal schnell.
So, komm, die 2 Minuten, die haben wir noch. Das ist, denke ich mal, für den einen oder anderen auch interessant, mal so einfach so neutral zu sehen. Also, wir können mal gucken, die Bewegung hier 83 bis 95 ist Gold relativ, ja, macht nicht viel, ne, läuft relativ mager hier auf der Seite, macht es auch natürlich schwieriger, Korrelation zu erkennen. Interessant ist es halt in dem Punkt, wo wir hier sagen, der Markt hat jetzt hier 99, 2000 halt eine richtige Spitze oben rausgeschlagen und man würde jetzt erwarten, dass Gold jetzt hier im gleichen Zeitraum, während der Markt ja jetzt hier übelst nach unten rutscht, sich unheimlich profitiert. So krass ist es aber nicht, wie der Markt halt fällt, ne? Der gibt hier fast 75% ab. Ja, also zumindest von seinem Hoch bis zum Tief knallt es den richtig weg, den Gesamtmarkt und nicht nur den DAX. Und Gold ist doch relativ träge eigentlich in dem Zeitraum, macht hier 20% plus, was es ja vorher um Weiten, das ist 50% fast gefallen, quasi nicht ansatzweise ausgleichen kann, ne? So, und danach wird es jetzt hier ein bisschen interessanter, weil die Bewegung jetzt tatsächlich auch schön miteinander läuft. Die Performance im Gold, die kommt erst jetzt, wo der Markt sich wieder komplett beruhigt hat, ne? Also jetzt fängt Gold an, richtig zu partizipieren, kommt hier mit und jetzt kommt auch die ganze Rendite von minus 20 auf über 50% hier hoch. Und dann sieht man auch sehr schön, der Markt kommt wieder ein Stück zurück, auch Gold kommt ein Stück zurück, der Markt zieht wieder an, Gold zieht wieder an. Das heißt, was Gold eigentlich macht, das es ist eher ein Hinterherlaufen am Markt, wie ein komplettes Entgegensetzen, so wie man sich das immer denkt und überall liest, ne? Überall schreiben sie ja, die Leute flüchten aus den Aktien in physische Produkte, in Gold und so weiter. Das ist eigentlich überhaupt nicht, also ich kann es immer nicht greifen. Das ist wie mit diesen Coronavirus-Zeugs, Tabellen da, ich kann genauso wenig greifen. Aber das ist hier das Interessante. So, jetzt gucken wir mal, hier oben fängt der Markt jetzt an zu fallen. Ne? Gold macht da noch ein Hoch, ist aber eigentlich nur etwas versetzt der Aufwärtsbewegung hinterher. So, jetzt fängt der Markt an zu fallen und auch Gold fällt dem Markt jetzt hier letztendlich hinterher. Nicht ganz so krass und nicht ganz so schlimm, ja, aber es fängt zumindest auch an zu fallen und ist jetzt nicht so krass. Und jetzt kommt die Performance Wand wieder im Gold. Die ist nicht während dieser Abwärtsphase krass da und total übertrieben, diese Performance im Gold, die kommt jetzt hinten raus, wenn der Markt jetzt hier wieder anzieht. Halt, da fängt jetzt Gold wieder an zu profitieren und ab dem Punkt, wo der Markt wieder fällt, gibt es auch im Gold entsprechend wieder hier kleine Rücksetzer halt, ne? So, wann kommt jetzt die Performance wieder rein? Ja, da kommt er erstmal noch hinterher, da kommt das einfach hier ein bisschen hinterhergezogen. So, und dann kommt wieder Performance rein, wenn der Aktienmarkt eben nach oben troppelt. So, ne, der Markt steigt weiter, der Markt steigt weiter, Gold geht höher, läuft ihm quasi mit hinterher. So, und was passiert jetzt? Der Markt sinkt und Gold explodiert jetzt in dem Zeitraum nicht, ne? Also in dem Moment, wo der Markt angefangen ist, so krass zu fallen, ist hier kaum was reingekommen. Es hat sich auf der Stelle bewegt. Und wenn man jetzt mal so zurückdenkt, wie sich Gold immer entwickelt hat, kommt da jetzt nochmal der richtige Punch nach unten eben erst noch hinterher. Und fängt sich dann erst wieder, wenn der Aktienmarkt sich beruhigt hat. Würde der Aktienmarkt jetzt weiterfallen, würde auch Gold dem weiter hinterherfallen. Also das ist etwas, was man, da kann man zurückscrollen, wie man will, was man immer wieder findet. Also das vielleicht einfach noch im Hintergrund, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ich habe ja aus Versehen aufs Falsche geklickt und wollte Ihnen eigentlich was anderes zeigen. Ich meine, wir wollten den DAX im Monatschart nochmal angucken, aber da können wir ja gleich das nehmen. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich mir die Bänder rausgeschossen. Ne? Also das hier auf Monatschart-Ebene, das müssen wir schon mit im Blick halten, unterhalb. Ne? Ich halte es schon für möglich, dass wir runtergehen, aber das wäre auch jetzt nicht verwunderlich, wenn das erst in 2 Monaten kommt. Ne? Also der hat jetzt hier keinen Stress, der muss das jetzt nicht morgen machen. Ne? Da kannst du ruhig erstmal 1, 2 Wochen ein bisschen in die Korrektur reingehen, mal in die Erholung rein. Von unten haben wir hier auf jeden Fall interessante Bereiche um 10.200 bis 10.500. Das vielleicht einfach mal kurz von unten noch und dann aber gleich wieder die Kerze mit nach unten bringen, beziehungsweise die Aprilkerze, das würde vollkommen reichen. Wir haben hier keinen Stress. Wir müssen das jetzt nicht innerhalb von einem Tag alles erreichen hier unten und können es aber trotzdem noch erreichen. Ne? Solange der jetzt nicht per Monatsklos wieder über eine 12.000 ansteigt. Und das kann man sich dadurch jetzt, also das kann man sich dann auch jetzt durchaus mal als Long-Trigger mit reinnehmen. Ne? Also hier so Monatsschluss über 12.000 wird es schon dann wieder Platz bis 13.000 geben. Und solange das jetzt nicht ist, ich hätte hier auf der Perspektive schon eher noch nach unten gesehen.
Aber im kurzfristigen Bereich kann das eben bedeuten, dass wir durchaus auch 1000, 1500, vielleicht sogar 2000 Punkt Gegenbewegung erstmal kurzfristig auch sehen können. Ne? Und dafür wollte ich sie einfach ein bisschen auch öffnen, ne? Dass sie nicht sich zu verbohrt dann in ihre Meinung rein versteifen und schön flexibel bleiben. Sie müssen locker bleiben, sie müssen reaktionsfreudig bleiben. Wer überzeugt ist, hängt oft auch in Positionen dann noch schief und lange drin fest, ne? Der hat dann da halt noch eine offene Position, die halt in die Richtung zeigt, in die man denkt, und dann kommt man da gar nicht mehr raus. Das ist dann so schwer, weil man dann nur noch für seine Position denkt halt, ne? Aber das ist nicht richtig. Das ist von Verlusten deswegen eher früher trennen, neutral im Kopf wieder resetten, versuchen normal aufzugreifen und weiterzumachen. Für mich sind die wichtigen Punkte die 8500, die 9000, die 8000 für die nächsten 2 Tage. Alles, was oberhalb 9.880 passiert, würde ich eher nach oben tendieren, würde auch für mich gedanklich versuchen, eher long mitzugehen, auch in einer steigenden Bewegung noch long mitzugehen, weil sehr, sehr viele Short gegenhauen und das hier richtig rausknallen kann. Wir können bei der Volatilität, wie wir sie aktuell haben, noch 1000 bis 1400 Punkte am Tag schaffen. Das ist noch möglich, das kann auch jetzt noch kommen. Das heißt, wir könnten im Montag sogar schon hier oben einen Gap Close im Maximal, wäre das möglich. Es wäre möglich bei der Volatilität, so wie wir sie aktuell haben. Ne? Also in dem Fenster müssen wir planen, müssen wir denken und vor allem flexibel bleiben. Gucken, wie stark ist er, wie schwach ist er und so weiter und so fort. Das sind die wichtigen Eckpunkte meinerseits. Damit würde ich die Analyse jetzt hier zumachen. Ich hoffe, es hilft Ihnen was. Ich hoffe, der eine oder andere ertappt sich vielleicht auch bei einem Fehler, den er da vielleicht ja noch gar nicht begangen hat, aber zu begehen droht. Und dann hat sich das Video hier auf jeden Fall schon mal gelohnt dann, ne? Lieber einmal irgendwo was lieber nicht gemacht, als einmal sinnlos zu viel verloren. Gut. Alles klar, dann sehr ausführlich heute wieder gewesen, aber ist mir wichtig. Bei den Nachrichten, ich krieg da Angst. Also ich krieg damit Angst zu tun, wenn ich so überzeugte Meinungen lese. Wirklich. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Normal sind die Leute, wissen nicht, was kommt. Und wissen auch, dass sie es nicht wissen können. Momentan wissen sie alle ganz genau, was kommt. Nämlich die absolute Crashphase nach unten. Sind sich gerade alle einig, 100%. Und das war schon Freitag früh so. Und jetzt gucken Sie mal, was der Freitag gemacht hat. Ne, also ein bisschen aufpassen. Da muss da wirklich jetzt gerade, also jetzt gerade muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht mit der Meinung zu festhängt. Okay? Ansonsten kommt die Schwäche dann gerne wieder lockern. Ne? Nicht sich drüber ärgern, dass man vielleicht nicht was aggressiv genug gemacht hat. Sauber Setup traden, Gewinn reinholen, fertig. Nächstes Setup warten, Ruhe reinbringen, kontrolliert bleiben und so weiter und so fort. Ne? Also, ich mache aus. Ich wünsche Ihnen was. Guten Wochenstart. Ciao.